Hi und willkommen zu meiner neuen Review zu Yakuza Zero. Dies ist keine Spiel-Review, sondern meine Erfahrung als Mikrobenstreamer, das Spiel Yakuza Zero zu streamen. Wenn dir das Video gefällt, lass doch ein Like und ein Abo da, damit du dann keine weitere Review mehr verpasst. Außerdem kannst du mich gerne auch auf Twitch besuchen, wenn ich live streame. Nun aber einmal kurz die Story zusammengefasst. Die Handlung des Spiels findet Ende der 1980er Jahre in Japan im Umfeld der kriminellen Organisation der Yakuza statt. Yakuza Zero spielt abwechselnd in Kamurocho, einer Nachbildung von Tokios Vergnügungsviertel Kabukicho, und Sotenbori, das Dotonbori in Osaka nachempfunden ist. Der Spieler schlüpft dabei sowohl in die Rolle des aus anderen Yakuza-Teilen bekannten Hauptcharakters Kazuma Kiryu, als auch in die des wiederkehrenden Charakters Goro Majima. Im Spiel beginnt man als Kazuma Kiryu im Dezember 1988 in Kamurocho. Der Yakuza-Sprössling soll für einen Kredithai Geld eintreiben, doch die Zielperson, die er verprügelt hat, wird wenig später tot in einem leeren Hinterhof aufgefunden. Kiryu ist nun gezwungen, seinen Yakuza-Clan, die Dojima-Familie, zu verlassen. Währenddessen betreibt der zweite Spielcharakter Goro Majima in Sotenbori einen Club, nachdem er vom Tojo-Clan ausgestoßen wurde. Dort steht er unter ständiger Beobachtung. Er kann den Bezirk nicht verlassen und soll Geld für seine Herren verdienen. Eines Tages macht ihm sein Aufpasser Tsukasa Sagawa ein Angebot. Für den Mord an einer Person namens Makoto Makimura soll er wieder als vollwertiges Mitglied in die Shimano-Familie aufgenommen werden. Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten. In dieser Review geht es nicht um das Spiel an und für sich, sondern darum, wie gut es sich eignet, um es zu streamen. Wenn man sich Statistiken ansieht, stellt man schnell fest, das Spiel ist ein Geheimtipp. 7 durchschnittliche Viewer sind in meinem Stream viel, wobei ich über die Zeit einige Follower verloren habe. Ob das an dem Spiel lag oder insgesamt an meinem Stream, kann ich hier nicht sagen. Yakuza Zero wurde mir von einem Zuschauer empfohlen. Wir haben 19 Streams mit insgesamt 71,5 Stunden für Yakuza Zero zum Beenden benötigt. Damit landet das Spiel auf jeden Fall in der Kategorie Langzeitprojekt. Um Views zu generieren, ist das Spiel solide, wenn auch nicht wirklich gut. Für ein bestimmtes Event ist es auch nicht geeignet, weil es wirklich lange geht. Vielleicht habe ich aber auch nur so lange gebraucht, weil ich die ganze Zeit mit Nebenaktivitäten und Minigames verbracht habe. Wie der Ausbau meines Kabarett. Oder beim Tanzen. Oder beim Karaoke. Aber was spricht denn jetzt für Yakuza Zero? Erstens, die Story ist wirklich fesselnd und spannend. Sofern man sie denn mitbekommt und nicht die ganze Zeit mit dem Chat interagiert, so wie ich es meistens tue. Zweitens, es ist wahnsinnig abwechslungsreich mit den ganzen Minigames. Drittens, jede Nebenmission lässt dich vor Fremdschämen mit vielen Fragezeichen zurück. Und damit kommen wir auch schon zu den negativen Punkten, die man nennen könnte. Erstens, es kann sich sehr in die Länge ziehen. Zweitens, es hat weder eine deutsche noch eine englische Synchro und auch nur englische Untertitel. Die gesprochene Sprache ist somit japanisch. Drittens, auch der Humor ist sehr japanisch und somit nicht für jeden was. Nun aber zu meiner persönlichen Empfehlung. Yakuza Zero bekommt von mir 7 von 10 Krümeln. Ich würde das Spiel unter folgenden Voraussetzungen empfehlen. Erstens, wenn man sich darauf einstellt, dass es länger dauert. Zweitens, wenn man keine Angst vor der englischen Sprache hat, da der Story sonst nicht gefolgt werden kann. Drittens, wenn man einfach mal was anderes streamen möchte als der Mainstream, ohne direkt auf komplette Nische setzen zu müssen. Und viertens, wenn man sich für japanische Popkultur der 80er interessiert, ein absolutes Muss. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Vielen Dank fürs Dabeisein und Tschüssikowski!